So, das haben wir schon alles. Dann gehen wir. Ja, kann ich? Nein, das da unten ist ja separat, jahreszeitentechnisch. Ja, es ist separat. Gut. Ja, dann gucken wir halt nochmal hier rüber. Aber was sagt sie eigentlich? Wieso? Ja. Und ich bin nicht zu jung, du Olle. Irgendwas kann ich hier wahrscheinlich machen. Ah, verstehe. Gut, sollte mir doch mal irgendjemand erklären. Moment, ich muss meine Notizen konsultieren. La 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 la. 100.000 Seiten voll gekritzelt. Oh, Let's Play Ansehliste. Ach ja, gut, hier. So, dann gucken wir uns das mal an. Einmal, zweimal. Und da? Einmal, zweimal und da dreimal. Yay! Und die Tür geht auf. Ja, Wahnsinn. Und ich scheiße hier wieder herum. Na, Alter. Sehr schön, mach mal kaputt, genau. Und wir sind in der Wüste. Mit toller Musik. Wow. Autsch. Toll, die Kakteen, die Kaktussen tun weh. Heißt natürlich Kakteen, ist mir klar. So, und da drinnen, da wird es mich einsaugen. Ja, und ich... Genau. Böse Totenschädel. Mit denen kann ich gar nichts machen. Okay. Ach ja, hier Raubschleime. Ja, da muss ich jetzt wirklich... Mit denen muss ich jetzt wirklich aufpassen, weil jetzt habe ich wieder mein starkes Schild und das bekomme ich, glaube ich, sonst ja nicht mehr. Oder schon, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich muss einfach aufpassen. So, was war das jetzt für ein Raum? Sinnlos. Aber das ist mit Sicherheit der Raum, in dem ich stürzen würde, wenn ich hier mich reinsaugen lasse. Ich probiere es mal. Autsch, ich komme hier bei den Kakteen nicht vorbei. Nein! Und flupp. Genau. Und Hauptsache, die Raubschleime sind wieder da. Böse Raubschleime. Okay. Gut. Wow. Die Wüste ist ja durchaus größer als Wüsten so sind. Weil man erinnert sich an Link's Awakening, da war die Wüste so ein ganz kleines Teil. Sondern ich werde mich natürlich überall reinsaugen lassen. Hui, flupp. Ach ja. Ach ja. Interessant. Also hier muss ich über einen unterirdischen Weg wieder raustauchen. Hm. Wäre jetzt blöd, wenn ich hier jetzt noch nicht tauchen könnte. Gut, wäre auch nicht möglich, aber wäre trotzdem gut. Da kommen hier Fisch. So, wo komme ich hier jetzt raus? Ach ja, süß. Oh, ein Ring, sehr schön. Gut, hat sich doch ausgezahlt. Aber die Wüste ist wirklich groß. So, da bin ich dann wohl, genau, da bin ich reingesaugt worden. So. Ja, lieber Kaktus. Lassen wir uns hier auch nochmal ins Linke reinsaugen. Hui. Oh. Wenn du schon mal da bist, kaufe etwas. Ein Schild für 100 Rubine. Bist du wahnsinnig? Ich habe ein Schild, danke. Wo komme ich hier raus? Ach ja. Ich komme... Ja, das ist jetzt der typische Fall von... Unlogisch, aber naja, was passiert hier? Ist das dasselbe Loch? Okay, hier ist... Das ist ja interessant, hier passiert gar nichts. Hui! Hier passiert nichts. Hier? Auch nichts? Okay. Und hier oben? Hier? Auch nichts, okay. Alter. Hier? Nee. Ja, ich probiere jedes Loch aus. Auch wenn diese Aussage so richtig falsch klingt. Mach's trotzdem. Naja, gut. So, hier? Nee. Hier? Ne. Okay, wie es aussieht, sind das wieder so richtig tolle Füllbildschirme. Hier? Ne. Oh, ich merke gerade, ich bin schon fast tot. Aber man muss... Ah ja, seht ihr? Hier zum Beispiel, das hätte ich sonst nie gefunden wahrscheinlich. Wobei, das sieht ja genau gleich aus wie das eine Loch da, ne? Na toll. Ich werde hier jetzt mal kurz die Schaufel auspacken, weil ich habe
Ich kann hier nicht graben. Okay. Ich habe natürlich schon wieder mal fast keine Herzen mehr. Und drum wäre mir lieber, wenn ich hier wieder ein paar Herzen erhalten würde. Ne? So. Ja, hier noch ein Herz. Gut, 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 gut. Ja, passt. Ich bin wieder voll. Und jetzt komme ich wahrscheinlich wieder... Natürlich komme ich wieder hier raus. Wie unlogisch. So, aufpassen. Und hier nach oben. So, da waren wir schon. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Oder haben wir das schon? Ich weiß gar nicht mehr. Nein. So, Karte. Wie sieht's aus? Wo waren wir schon? Wo waren wir noch nicht? Ich blicke ja nicht mehr ganz hundertprozentig durch. Okay. Da unten gibt es noch einen Fleck, wo wir noch nicht waren. Ich gehe aber hier. Oh, eine Oase. Okay, ja, dann gucken wir da mal rein. Weil egal und so. Ne? Bombe! Und ich tauche hier mal alles durch. Könnte ja sein, natürlich. Ist nicht, ist klar. Okay, je, Feen. Na toll, wer braucht schon Feen? Aber zumindest immer noch besser, als wenn die große Fee drin ist. Ja, ich mag die große Fee nicht. Oh. Gut, hier. Ja, probieren wir nochmal. Passiert was? Ne. Passiert hier was? Ne. Okay. Ja, dann gehen wir systematisch vor. Machen jetzt nicht den da. Auch nicht den da, weil den haben wir schon. Sondern, falls da was ist, lassen. Oh, da ist das Schiff. Ja, schön. Dann gehen wir rein. Also ich wusste es doch. Joho! Als ich die Wüste nach der Glocke abgesucht habe, hat mich ein Sandsturm erwischt. Dann bin ich so wieder aufgewacht. Ich gelange nicht ins Jenseits. Habe ich dein Mitgefühl, dann hilf mir diese Glocke zu finden. Ich habe meinen Schädel in der Wüste verloren. Such ihn zuerst. Was? Wie kannst du deinen Schädel verlieren? Muss ich jetzt nach dem Schädel graben, oder? Ah, ein Gascherfleckchen. Autsch. Ja. Schön. Und was ist hier? Ah, ein Loch. Ja, ist eh klar. Ja, aber ich werde jetzt hoffentlich nicht die ganze Wüste umgraben müssen, oder? Aber das ist doch auch so ein... Das ist doch ein Schädel. Und das wäre auch ein Schädel. Naja, egal. Haben wir jetzt die Wüste? Okay, wir haben jedes Fleckchen in der Wüste gefunden. Na toll. Na super, ich kann doch jetzt nicht hier die ganze Wüste umgraben. Was verlangst du von mir? Hm. Jetzt im Ernst. Muss ich jetzt wirklich die ganze Wüste umgraben? Ich lasse mich noch hier runter saugen, das haben wir auch noch nicht. Okay, bringt nichts. Gut. Habe ich die schon? Oh, ups. Ach ja, schön. Ich habe auf dich gewartet, Kumpel. Lass uns nun die Glocke finden. Trage mich herum. Ich sage dir Bescheid, wenn wir nah dran sind. Ja, ist okay. Ich hole mir zuerst hier drinnen die Feen. Wow, oh, das war jetzt gar nicht gut. Jetzt habt ihr sicher ein halbes Erdbeben gehört. Ich bin leider gegen hier so, ja. Genau, muss ich nicht näher erläutern. Es war einfach doof, ne? So. Ja, ich würde dich gerne herumtragen. Genau, so. Schädel, mach was. Sag was. Kälter? Hallo, Schädel, sag was. Nein, nein. Pff, mein Mund ist voller Sand. Ja. Nein. Alter. Ja. Nein. Na toll. Na toll. Ja. Ja, das kann schwierig werden. Ja, er sagt mir Bescheid, wenn wir nah dran sind. Das ist schön. Mal gucken, ich meine, muss ich den jetzt wohin schmeißen oder schreit der von selber?
Gut, hier ist das Schiff. Hier sind wir nicht nah dran. Ich werfe mal hier. Ja, mein Mund ist voller Sand. Das ist okay. Und? Und? Ja. Hallo? Oh, jetzt hat... Okay, jetzt hat er Wasser... Ach, toll. Jetzt habe ich ihn vernichtet. Also versenkt im Meer quasi. Autsch, 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 ja. Ja, ist natürlich die Frage, wie das jetzt wirklich geht. Aber ich schätze mal oder ich hoffe zumindest, dass er einfach, wenn ich im richtigen Bild stehe, dann sagt, hey, hier sind wir richtig. Ja, ich werfe ihn ins Wasser. Ja, jetzt hat er Wasser in die Nase bekommen, der Arme. Und ich hole mir Feen. Hui. Gut. Auf ein neues. Komm her, lieber Schädel. Ich hab dich ja prinzipiell auch lieb, ne? So. Und, was sagst du? Sind wir nah dran? Nee. Sind wir jetzt nah dran? Irgendwo müssen wir doch nah dran sein. Hier? Gut, ich habe ihn in jedem Bildschirm... Aber er muss doch wohl irgendwo in der... Ups. Ja, jetzt ist sein Mund wieder voller Sand. Eieiei. Müssen wir mit dem nach Subrosia? Puh! 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 Ja. Also der will hier einfach nur blöd reden. Die ganze Zeit. Muss ich jetzt wirklich... Ich schnall das gerade nicht wirklich. Was muss ich denn hier tun? Wow. Ich will mal hier in dieses Eck... Oh. Ja, das war jetzt ein äußerst merkwürdiges Geräusch. Muss ich das wirklich ausbuddeln? Nee. Okay, ich lasse mich mal mit ihm da runter. Oh, sehr schön. Da ist es, ganz sicher. Ja. Du hältst die rostige Glocke. Die Luft hat ihr enorm zugesetzt. Oh, das ist die Glocke vom Captain. Aber ob sie noch funktioniert? Die ist ja völlig verrostet. Jedenfalls ist nun der Weg ins Jenseits frei. Den Rest musst du erledigen. Ja, ist eh klar, ne? Ich muss wieder die Drecksarbeit machen. Na gut, jetzt haben wir auf jeden Fall die Glocke für den Kapitän. Die ist nur rostig. Schauen wir mal, richtig cool wäre, wenn ich hier jetzt nach Subrosia kommen könnte. Über das Schiff. Genau, gucken wir mal rein ins Schiff. Kann ich das jetzt wegschieben? Ah, wie geil ist das denn? Boah, das ist ja richtig cool. Jetzt haben wir hier so eine schöne Abkürzung nach Subrosia. Gefällt mir sehr gut. Also ich meine, die anderen sind natürlich auch noch die normalen Wege, aber naja. So. Du hast mir meine Glocke gebracht. Lass mal sehen. Oh, das ist... das Ding ist ja total rostig. Willst du mich verschaukeln? Die taugt doch nicht mehr. Geh und lass sie polieren. Ja. Zum verrückt werden. Ja, schön. Ist dies das Jenseits? Hoho, kein Wunder, dass alles so merkwürdig aussieht. Überall liegt Erz herum. Okay, das haben wir sonst. Der Captain hat ein Liebchen, das er nie vergessen kann. Ja, das kennen wir auch schon. Ja, wo soll ich denn das Ding jetzt polieren? Fachmann bringt die Glocke wieder in Ordnung, wenn sie erstmal verrostet ist. Ja, welcher im Fachmann? Diese Glocke mag ja rostig sein, doch sie ist hervorragend verarbeitet. Ah ja, ich vermute mal, wir müssen... Ja, genau. Wir werden dorthin gehen, wo wir auch den Erzbrocken hingebracht haben, für unser Level 2 Schild. Die Frage ist nur, wo war das jetzt genau? War das hier? Nee. Nee, das sind... komm, lass es ein... Ja, man könnte denen ein paar Mal folgen und dann erhält man wahrscheinlich so Ringe und Gascherkerne und so ein Zeugs, aber... Ich muss sagen, das interessiert mich relativ wenig. Wo war denn jetzt die Schmiede? Schmiede, genau da oben ist man hin. So. Gut.
Na toll, da kann man natürlich wieder nicht hoch. Hier weiß ich nicht mehr. Nee, das ist der Typ, der irgendwie meine Feder gern mag. Ach, okay, dass wir hier immer... Was ist das eigentlich für ein Tunnel? Bin ich da schon mal rübergelaufen?